Ein brandneuer Snapshot, liegt ein neues und mega gruseliges Unterwassermob. Außerdem die Schiffswracks mit wertvollen Schätzen sind nun auch endlich dabei. Und zu guter Letzt neue Korallenfächer, die aber nur seitlich an Blöcken platziert werden können. All das und vieles mehr in der heutigen Folge von Minecraft News. Somit natürlich erst einmal ein recht herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Ausgabe Minecraft News. Wie eben schon erwähnt, kam gestern wieder einmal ein neuer Snapshot raus, der dieses Mal sogar ein brandneues Unterwassermonster enthüllt hat, was dem Begriff Fluch der Karibik auf jeden Fall gerecht wird. Jedenfalls, um keine Newsfolge wie heute zu verpassen, lohnt es sich zu abonnieren und natürlich auch die Glocke zu aktivieren, um immer benachrichtigt zu werden, sobald eine neue Folge online ist. Außerdem würde ich mich mal wieder sehr freuen, wenn wir heute so viele Likes wie möglich knacken würden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Starten wir aber somit auch direkt schon mit dem, ja wohl Abstand interessantesten Thema und gruseligsten Thema von heute, den neuen Mobs namens Drones, was im Deutschen so viel wie ertrunken heißt. Diese neuen feindlichen Mobs spawnen, wer hätte es gedacht, unter Wasser. Sie spawnen aber nicht nur naturell, sondern entstehen auch, wenn ein normaler Zombie, wie wir sie kennen, wer hätte es gedacht, ertrinkt. Kein Scherz, dieser Prozess dauert nämlich ganze 30 Sekunden. Diese Kreaturen können zwar schwimmen, bevor es aber trotzdem wirklich zu gehen unter Wasser. Und cooler Funfact am Rande, sie gurgeln auch unter Wasser. Hört selbst. Es gibt von diesen Geschöpfen jeweils natürlich die Erwachsene und die Baby-Version und spawnen können sie entweder ohne Waffe oder mit einer normalen Angel, natürlich auch mit Verzauberung etc. Oder, was natürlich auch komplett krass ist, Freunde, mit dem Dreizack. Genau von diesen Monstern erhält man also die brandneue Waffe, den Dreizack. Das Leben und der Angriffsschaden ist gleich mit dem eines normalen Zombies und angreifen werden sie auch wie die normalen Zombies im Nahkampf. Besitzen sie allerdings einen Dreizack, werden sie den natürlich auch einsetzen und unter Umständen auch werfen. Ist es Nacht, schwimmen die Unterwasser-Zombies hoch und gehen für einige Minuten an Land, aber die Wassernähe werden sie nicht verlassen. Und sobald es wieder Tag wird, suchen sie das Wasser auf und tauchen unter. Sie sind also Tag und Nacht bereit, den Spieler das Leben zur Hölle zu machen. Der Loot, den sie momentan droppen, ist verrottetes Fleisch und Goldbarren. Halten sie aber eine Waffe in der Hand, droppen sie diese bei dem Tod mit einer 100%igen Chance. Im Snapshot steht allerdings noch dazu, der Loot ist noch nicht fertig, es kommt bald ein super geheimes Item dazu. Also können wir festhalten, ein neues Item, was sie droppen werden, kommt also auch noch dazu. Letzter Fakt zu den Kreaturen, sie gehören natürlich, wer hätte es gedacht, wie der Zombie zu der Gruppe der Untoten. Das heißt, Freunde, passt auf jeden Fall auf, welche Tränke ihr nutzt, um sie zu töten. Wie findet ihr die Mobs? Zeigt mir das gerne oben rechts am Video-Voting. Als nächstes kümmern wir uns schon um die coolen neuen Schiffswracks. Untergegangene, unzerstörte Schiffe oder Teile von Schiffen findet man nun verteilt im Ozean oder sogar an Stränden. Es gibt insgesamt drei unterschiedliche Arten oder Versionen eines Schiffswracks. Es ist dann entweder der Vorderteil, der Hinterteil oder so ein komplettes Schiff, soweit ich das jetzt verstanden habe. Und der Loot in den Truhen ist von Art zu Art unterschiedlich. Ich muss sagen, dass die Schiffswracks neben den Unterwasserruinen ein absoluter Erfolg sind. Eure Meinung dazu? Gerne bitte unten in die Kommentare schreiben. Zu guter Letzt enthüllte der Snapshot noch eine weitere neue Korallenpflanzenversion sozusagen. Den letztendlichen deutschen Namen kenne ich jetzt tatsächlich noch nicht, allerdings sieht es aus wie solche Korallenpflanzen. Fächer. Diese können nur seitlich an beliebige Blöcke platziert werden. Die Farben sind natürlich, wer hätte es gedacht, gleich der Korallenblöcke, die bereits schon hinzugefügt wurden. Coole Sache, oder? Das war's auch schon mit der heutigen Folge von Minecraft News. Schreibt bitte zu jedem Thema eure Meinung unten in die Kommentare. Vor allem, wie findet ihr diese neuen Mobs? Ich muss sagen, dass das einfach mega ist und wirklich so eine Art Fluch unter Wasser darstellt, muss ich sagen, macht das Ganze schon sehr, sehr spannend. Außerdem auch, dass wir von diesen Geschöpfen den Dreizack erhalten. Finde ich wirklich cool. Eure Meinung, aber wie gesagt, bitte unten in die Kommentare. Und falls euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da, würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen, Freunde. Do something different, people look at you the strangest. Yeah.